Hallo und herzlich willkommen bei Love Nails. Nach langer Pause melden wir uns zurück mit einer super spitzen tollen Neuigkeit, denn auch wir haben nun eine flexible Übungs- und Präsentationshand. Wie ihr seht, sie ist der Flexi-Hand sehr ähnlich vom optischen her, hat aber den Vorteil, dass die Finger biegsam sind. Das Arbeiten an der Hand ist ähnlich wie an der Flexi-Hand. Nur ist es so, dass ihr euch die Finger nun so in die Position bringen könnt, wie ihr sie braucht. Daher ist es auch gar nicht nötig, dass die Hand mit einer Halterung kommt, denn ihr könnt sie ganz einfach, wie ich hier, auf eure Armablage legen, den Finger wie bei einer Kundin auch in die Hand nehmen und die anderen Finger einfach nach unten biegen. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr an der Hand arbeitet. Dazu habe ich bereits eine Schablone angelegt, habe mein Haftgel aufgetragen. Als Haftuntergrund benutze ich immer das Rubber Base, in dem Fall Light Rosé. Um die Schablone zu fixieren, habe ich hier oben eine Maulklemme angesetzt. Das müsst ihr aber nicht tun, denn sie hält auch so. Aber da ich nachher auch noch feilen möchte, habe ich mir die hier oben fixiert. So, die Schablone sitzt. Und wir beginnen gleich mit der Modellage. Ich verwende als erstes das French White Bildergel und trage mir das als Verlängerung auf. Meine Verlängerung ist ausgehärtet. Machen wir nun weiter mit dem Aufbau. Dafür verwende ich den Allrounder. Anders als das French White Builder Gel gerade, ist dieses Gel ein Gel, was sich selber glatt zieht. Und vielleicht könnt ihr schon erahnen, was ich hier erarbeiten möchte, nämlich einen Babyboomer. So, Gisela ist wieder zurück aus der Lampe und wir entfernen die Schablone. Und ich erzähle euch kurz etwas zu den Tipps, während ich cleane. Wenn ihr an der Hand Modellage üben wollt, empfehle ich euch, keine Full-Cover-Tipps zu verwenden. Denn die Full-Cover-Tipps haben, wie es eben auch sein muss, Moment, jetzt hakt hier meine Box. Nee, es war nur die falsche Seite, die ich aufgemacht habe. Haben einen Hohlraum innen, der mit Gel aufgefüllt werden muss. Und wenn ihr diesen Tipp hier einschiebt, ist es wunderbar zum Präsentieren. Dafür sind die bestens geeignet, aber um daran eine Modellage zu arbeiten, ist es nicht sehr ratsam, denn hier entsteht ein großer Hohlraum, sie stehen ein bisschen ab und damit ist euch zum Üben nicht geholfen. Ich verwende zum Üben unsere Präsentationstipps oder einfach Tipps, die nicht ganz so eine ausgeprägte C-Kurve haben, beziehungsweise einen Hohlraum bilden, sondern eher ja, flache, leicht gebogene Tipps. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Die passen sich am besten dem vorgefertigten Nagelbett an und damit lässt sich am besten trainieren. So, Gisela, das ist ein bisschen weit reingerutscht. Jetzt geht es ans Feilen. Ich denke, man erahnt die Form auch schon. Versiegelt. Ich habe mich hier für den Milky White Versiegler entschieden und da es jetzt auch so langsam auf den Winter zugeht, werde ich das Ganze auch noch etwas mit Glitzern. Dadurch habt ihr nämlich auch eine tolle Möglichkeit, wenn der Babyboomer mal nicht ganz so gut geworden ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, darunter lässt sich auch einiges noch mal verstecken. Einmal bitte Finger runter, abklopfen und einmal aushärten. So, da sind wir auch schon wieder zurück und Gisela hat ihren Glitzerboomer. So seht ihr, konntet ihr gleich den nicht ganz so perfekten Boomer etwas kaschieren. Wenn ihr fertig seid, zapp, zapp,
Nagel raus und ihr habt einen weiteren Präsentationsnagel. Kommen wir nun zur Variante 2, was ihr an dieser tollen Hand üben könnt, nämlich zum Beispiel einen Soak-Off-Auftrag. Stellt euch vor, das ist der Naturnagel, haltet immer mal so ein bisschen den Finger auf dem Nagel, was generell eine gute Idee ist beim Feilen, immer mal hier hinten am Nagelbett halten, dass man da nicht aus Versehen verletzt, bringt den Nagel in Form. Einmal anrauen, wie ihr es eben auch bei einer regulären Modellage machen würdet. Das ist alles kein Problem. Ihr dürft jetzt natürlich nicht Schwester Rabiata sein, das ist ganz klar. Auch das ist ja im normalen Leben als Nageldesignerin nicht unbedingt ratsam. Und seht ihr, jetzt war ich gerade ein bisschen zu hektisch. Ihr könnt euch natürlich auch so kleine Klebepads hier unter den Nagel machen, dann hält er noch etwas fester. Stauben und dann übt ihr einfach einen sauberen Farbauftrag zum Beispiel oder wie ich es jetzt hier mache, die Soak-Off-Modellage. Dafür ist die Hand bestens geeignet, denn hier kann man wunderbar üben, nicht an die Ränder zu kommen und alles sauber aufzutragen. Auch wenn es darum geht, etwas Schnelligkeit zu trainieren, auch dafür ist die Hand perfekt geeignet. Auch um Designs, zum Beispiel vom Tipp, auf den Nagel umzusetzen, auch dafür ist die Hand bestens geeignet. So, ich habe meine Haftschicht aufgebracht, übrigens auch wieder mit dem Rubber Base Light Rosé, mein absoluter Liebling, denn er kaschiert gleichzeitig so ein paar Unebenheiten auch am Naturnagel. Jetzt arbeiten wir unseren kleinen Aufbau. Und was noch wunderbar ist, wenn ihr nämlich die Hand in die Lampe gebt, ihr braucht nicht mehr um den Tisch und um die Lampe greifen, um sie anzustellen. Wenn ihr eine Lampe habt mit Auslöser, passiert das automatisch, weil es nämlich eine ganze Hand ist. Wir sind wieder zurück und Gisela hat sich für die Farbe Madrid entschieden. Ich finde, sie hat einen sehr guten Geschmack und hat eine sehr gute Wahl getroffen, denn es ist einfach perfekt für die Jahreszeit. So, also wie gesagt, ihr könnt an dieser Hand eben auch einfach mal einen sauberen Farbauftrag üben oder eine Soak-Off-Modellage. Oder einfach auch die Schnelligkeit trainieren. Es ist ja nicht zwingend notwendig, dass man eben nur Schablonen anlegen übt an dieser Hand, sondern es gibt auch so viele andere Dinge, die man ein bisschen üben kann, wofür man auch nicht immer ein Modell hat oder auch haben möchte. So, jetzt hätte ich meine Naturnagelverstärkung mit Soak-Off fertig geübt. Einmal in die Lampe. So, Gisela war bis eben in der Lampe und während sie in der Lampe war, ist mir etwas ins Auge gesprungen und ich wäre irgendwie nicht ich, wenn ich nicht wenigstens ein bisschen Nail Art verwenden würde und ich habe mich hier für Goldfolie entschieden. Die bringe ich noch an, mache ihr ein Design fertig und dann melden wir uns zurück. Und wie schon gesagt, nutzt unser neues eiskaltes Händchen nicht nur, um aufwendige Nägel zu trainieren und Schablone anzulegen, sondern auch, um einfach mal einen sauberen Farbauftrag zu üben oder eben Soak-Off. Und wenn ihr einfach nur euer Design präsentieren wollt, dann macht euer Design fertig, legt es der Gisela an. So. So, bringt sie in Position, zum Beispiel so, und macht ein schönes Foto. So, hiermit verabschieden wir uns. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein klein wenig weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne an oder besucht unsere Facebook-Gruppe oder eben auch unseren Shop unter www.lovenails-shop.de.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt alle gesund. Tschüss!